So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich drei Bushaltestellen innerhalb von einer Runde besuchen. Ist ziemlich einfach, könnt ihr gerne nachmachen. Guckt halt, dass die Route ungefähr so ist, wie sie jetzt bei mir ist. Und dann fangen wir direkt mal an. So, wie gesagt, wir landen hier bei Pleasant Park, da wo jetzt die Markierung ist. Da müssen wir als erstes hin und das Wichtigste ist, macht das Ganze definitiv in Gruppenkeile. Bei einer normalen Runde wird es, glaube ich, verdammt schwer, da wir halt einfach keine Fortbewegungsmittel mehr haben. So, wir landen hier als erstes. Zack. Da ist die erste Bushaltestelle. Ich hoffe, das zählt auch. Mache jetzt hier keinen Blödsinn. So, das war die erste. Warte mal, ich gehe trotzdem noch mal genau hin. Nicht, dass wir doch in den Bus rein müssen. Ja, der denkt sich nämlich schon dasselbe. Ich schätze mal, bei ihm hat es auch nicht, noch nicht gezählt. Aber auf jeden Fall hier die Bushaltestelle. Dann gehen wir hier weiter. Ja, ich versuche dasselbe wie du. Keine Ahnung, woran es hängt. So, dann gehen wir hier über die Brücke. Wie gesagt, wir gehen jetzt quasi von hier so eine Schleife vor Pleasant Park und Salty. So, dann hier über die Brücke. Ich hole euch nur gerade extra mit, damit ihr einfach seht, wie der Laufweg an sich ist. Loot und alles ist uns relativ egal. Der andere verzweifelt da hinten immer noch an der Bushaltestelle. Ich hoffe halt einfach, dass die Aufgabe jetzt nicht verbuggt ist. Weil eigentlich will ich euch natürlich immer zeigen, wie das Ganze auch wirklich funktioniert. So, dann gehen wir nämlich hier wie rüber. So. Und wie gesagt, nochmal. Hier ist der erste Punkt, da ist die Bushaltestelle, dann ist da eine Bushaltestelle. Und da ist die nächste Bushaltestelle. Ihr könnt es natürlich auch gerne in Solo machen, aber ich denke mal, Gruppenkeile bietet sich da echt am besten an, weil da hat man einfach die meiste Zeit. Man muss halt nur gucken, dass die Route einigermaßen passt. So, da hinten sehen wir schon die andere Bushaltestelle. Die letzte natürlich wieder inklusive. Man kann sich natürlich auch noch hochbauen, das wäre vielleicht auch mal eine schnellere Variante gewesen. So, ab. Und wie gesagt, wenn ich euch mit dem Ganzen helfen konnte, gerne ein Like da lassen, kostet euch ja nichts. Und dann würde man sagen, gehen wir direkt zur zweiten Bushaltestelle. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Kram derzeit verbuggt ist. Das ist wieder ein Zeichen, dass dafür das Epic da immer noch im Urlaub ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Aufgabe nicht wirklich zählt. LOL. Hier die zählt. Das war jetzt ein Scherz, oder? Also, dann gehen wir jetzt noch schnell zu Salty rüber. Vielleicht haben wir Glück und er baut sich auch mit hoch. Ja, warum hat jetzt die erste Bushaltestelle nicht gezählt? Ganz ehrlich, von mir aus baue ich mich auch noch an die andere Bushaltestelle hoch. Aber wie gesagt, ihr seht ja an den Straßen. Ah, warte, ich habe einen Baum gesehen. Gehen wir direkt hinterher. Also eine Bushaltestelle haben wir jetzt, die dritte werden wir dann auch noch finden. Da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf drüber. Geht einfach der Straße entlang und da werdet ihr eben eine Bushaltestelle finden. So, zack. Jetzt bin ich natürlich echt am Überlegen, ob wir nochmal zu der anderen zurückgehen sollen. Aber das hier ist eigentlich der simpelste Weg. Warte, zack. Ja, Leute. Das ist doch eine Bushaltestelle. Irgendwo ist doch hier schon wieder ein Bug drin. So, wo können wir denn noch eine haben? Da hinten können wir definitiv noch eine haben. Auf jeden Fall, das sind halt die drei Bushaltestellen. Ist derzeit anscheinend leicht verbuggt, sollte aber schnell wieder behoben sein. Und dann werdet ihr natürlich auch die Bushaltestellen finden. Und in dem Sinne würde ich erstmal sagen, haut rein. Euch viel Spaß mit der Aufgabe. Und denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen, ein Abo da zu lassen, eventuell auch die Glocke aktivieren und in dem Sinne haut rein.